Willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ja, jetzt verstehe ich, warum Victor das immer so viel Spaß macht. Ja, etwas ganz anderes mal von meinerseits. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Und zwar, ich war letzten Monat quasi gar nicht aktiv. Ich habe keine Streams gemacht, ich habe keine Videos gemacht. Und ja, hier bin ich mit einem neuen Video und vor allen Dingen neuen Infos für euch. Also ich habe in der Zeit zwar wirklich keine Videos und keine Streams gemacht, aber ich habe etwas gemacht. Und zwar, ich habe über die YouTube-Community-Funktion Abstimmungen erstellt. Nicht nur eine, nicht nur zwei, ein paar mehr gleich. Und zwar, ja, wie gesagt, ein paar Abstimmungen. Und dort habe ich einfach Fragen gestellt, die mich sehr interessiert haben, beziehungsweise mit Fragen, die mich so beschäftigt haben. Und ihr habt sie beantwortet und ich habe da ein bisschen so meine Schlüsse draus gezogen. Und genau deswegen gibt es hier ein paar neue Infos, denn ich habe ein paar Sachen anzukündigen und ein paar Veränderungen vielleicht. Zunächst erstmal das Offensichtliche. Und zwar, ja, es kam nichts. Und vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen. Und wenn du es nicht mitbekommen hast, böse, dann liegt das vielleicht daran, weil du nicht auf einer Plattform bist, wo es Informationen gibt, was genau hier so passiert. Und zwar, ich bin auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und ich habe einen Discord-Server, den man joinen kann. Links dazu sind alle unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, dort poste ich halt, was so Sache ist, beziehungsweise was eben nicht Sache ist, wie zum Beispiel jetzt diese kleine Pause. Diese kleine Pause übrigens, Randinfo sozusagen. Ja, eine kleine Pause hat einfach stattgefunden, weil ich für die Uni was tun musste und ja, Uni geht halt leider vor. Also, falls ihr mir noch nicht folgt, auf einen dieser Plattformen, also ihr müsst natürlich nicht alle folgen, könnt ihr auch, müsst ihr nicht, aber falls ihr irgendwie mir folgen wollt auf einer dieser Plattformen, links unten in der Infobox, wie gesagt, und dort könnt ihr dann einfach mir folgen. Wäre cool. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, ich habe bei der Umfrage gefragt, was ihr gerne mal so sehen würdet. Und ja, natürlich sind Sketche oder einfach Artenvideos hier gefragt. Aber was sehr auffiel und was mich doch verwundert hatte, war, ihr wollt Openings sehen. Und da dachte ich so, okay, ich mache seit Ewigkeiten keine Openings mehr und ihr wollt sie sehen. Und an sich sind das ja doch relativ leichte Videos. Machen wir uns mal nichts vor. Und da dachte ich, ja, warum nicht? Ihr wollt es. Für mich ist es relativ einfach zu machen. Ich habe Produkte, die ich sonst eigentlich immer im Stream geöffnet habe. Aber ich habe ja Produkte. Das heißt, warum lade ich sie nicht auch als Video hoch? Und ja, wir haben da das neue Set und zwar Rising Rampage. Ja, ich habe das Set halt, wie gesagt, und das würde ich sagen, können wir mal öffnen. Und zwar, ich mache das wie folgt jetzt in Zukunft. Ich werde diese Openings zwar im Stream aufnehmen, aber als Video hochladen. Und was heißt das genau? Das heißt genau, ich werde ein Live-Video aufnehmen. Das heißt quasi, wie dieses Video zum Beispiel, könnt ihr dann live mitverfolgen oder eben auch live sehen, wie ich das Ganze mache. Zusätzlich könnt ihr auch ein bisschen mitbestimmen, wie das Opening gestaltet werden soll. Ich habe da schon die ein oder andere Idee, denn auch dazu gab es eine Abstimmung. Und ihr habt gesagt, es soll nicht ganz so klassisch werden, sondern soll eher so, ja, ein bisschen Troll sein. Und ja, ich habe da einige Ideen und seid gespannt auf jeden Fall aufs Opening. Wie gesagt, Rising Rampage. Vielleicht ziehen wir die neue Seltenheitsstufe. I hope so. Und dieses Video wird dann nächste Woche kommen. Also nächste Woche das nächste Video von mir. Und zwar ein Opening. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, ihr habt gesagt, es soll irgendwie ein Stream gemacht werden. Ja, und zwar diesen Dienstag um 21 Uhr. Dort wird der Stream starten. Und dort werden wir dann halt, wie gesagt, dieses Pack öffnen. Außerdem kann ich ebenfalls etwas Neues ankündigen. Und zwar, Shadow League geht in die dritte Runde. Ja, Stage 3 steht kurz vor der Tür. Ich würde sagen, es wird irgendwann im August stattfinden. Wann genau? Dazu wird es auf jeden Fall noch ein Video geben. Wie immer, ein Ankündigungsvideo. Dann könnt ihr euch anmelden. Dann, wenn die Frist vorbei ist, könnt ihr die Decklisten abgeben. Und wenn die Frist vorbei ist und ihr euch angemeldet habt und eine Deckliste, seid ihr dabei. Und dann wird dieses Turnier stattfinden. Es wird wie immer live gestreamt. Und ja, natürlich gibt es Judges, Organisation und alles. Und Preise natürlich. Und ja, und das Besondere diesmal ist, warum ich das hier nochmal explizit ankündige, ist, und zwar, es wird nicht im normalen Format sein, es wird nicht im OCG-Format sein, obwohl das auch interessant wäre, so vor den Worlds oder so, aber nein, auch nicht im Gold-Format, nein, wir spielen Speed Duel. Genau, das Turnier wird im Speed Duel-Format stattfinden. Mal gucken, wie sich das auf die, ja, Organisation auswirkt. Ich denke mal schon, dass das Turnier wesentlich kürzer wird, also viel schneller, viel speediger. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es mal ein Speed Duel ist. Ich gucke einfach mal, wie es ankommt und vielleicht wird dann eine Zukunft das ein oder andere Speed-Duell-Turnier stattfinden, vielleicht auch nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich frage mich wirklich, wie Victor es immer schafft, diese Videos auf 10 Minuten zu bringen. Naja, auf jeden Fall gibt es bei mir noch hier zwei Infos. Und zwar, es gibt zum einen eine sehr große Info und zum einen eine Info, die euch auf jeden Fall freuen würde. Und zwar die große Ankündigung. Und
Und ja, ich war nicht bei den Weltmeisterschaften 2018, aber 2019. Denn ich werde vor Ort sein, also in Berlin ist es ja. Ich werde vor Ort sein, nicht als Spieler, natürlich nicht als Zuschauer, ganz wichtig, sondern als YouTuber. Denn ich werde dort als YouTuber sein, habe ebenfalls auch Filmrechte von Konami erhalten, was ich sehr geil finde. Vielen Dank nochmal auf jeden Fall an Konami an dieser Stelle. Und ja, ich kann da halt filmen und Sachen machen, auch Sketche drehen und etc. Seid auf jeden Fall gespannt, denn ich habe dadurch sehr viele Möglichkeiten und ich freue mich natürlich allgemein aufs Event. Und vielleicht seid ihr ja auch da, weil man kann ja auch als Zuschauer da sein. Dann sehe ich euch auf jeden Fall bei den Worlds. Ich freue mich mega, dass ich dabei sein kann und vor allen Dingen filmen darf, denn so kann ich Einblicke geben, beziehungsweise auch Sketche drehen, die eigentlich nicht möglich waren. Ich meine, wir sind auf den Worlds. What the fuck? What the fuck? Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr große Info. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar, ja, ich mache keine Ankündigung, aber jetzt doch. Ja, ich glaube, das ist somit so die erste oder zweite Ankündigung, die ich mache. Und zwar, es wird ein neues Warum-Video gehen. Und nicht nur irgendwann, wie ich es immer behaupte, sondern in 2 Wochen. Nächste Woche kommt ja das Opening. Wie gesagt, Rising Rampage, muss dran glauben. Und dann kommt halt die Woche drauf das nächste Warum-Video. Das letzte Warum-Video ist ja doch schon über ein halbes Jahr her. Ich weiß, ihr freut euch. Ich habe schon gesagt, das Deck wurde von der Bandlist an sich gehittet, aber ich habe gesagt, es geht rein um den Unterhaltungsfaktor und deswegen habe ich gedacht, okay, ich lasse es einfach mal so. Ich bin gespannt in den Kommentaren, wer schreibt, das gibt's gar nicht mehr so. Mal sehen auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall die letzte Ankündigung. Wie gesagt, ein Warum-Video kommt. Markiert euch den Termin im Kalender. Hier ist der Termin. Und ja, das war's dann jetzt von diesem, ja, ich nenne es mal wirklich Kanal-Update. Ich glaube, ich mache sowas nicht öfter, aber vielleicht explodiert das Video ja auch. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das war's jetzt von mir heute. Ich hoffe, ihr schaut irgendwie bei den Plattformen bei, wie gesagt, Instagram, Twitter, Facebook oder Discord. Links nochmal alle unten drin. Ja, ein bisschen Eigenwerbung, aber ja, ich will ja auch alle euch erreichen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns frühestens Dienstag in den Stream, denn dort nehme ich ja das Opening auf. Oder dann halt bei den Opening selber oder bei den Worlds oder beim nächsten Warum-Video. Es gibt viele Sachen in Zukunft. Freut euch drauf, denn es wird sehr viel geben von mir auf jeden Fall. Es gab jetzt einen Monat nichts, dafür kommt jetzt umso mehr. Also freut euch drauf und ciao!